Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesem neuen, kleinen, feinen Video. Ja, heute kommt das langersehnte Video, Infos zum Xiaomi Aquarium und Co. plus Community-Fragen. Ihr habt mir Fragen gestellt, die ihr auf Facebook, Instagram und YouTube mir stellen konntet. Ich habe mir davon welche rausgesucht, die am relevantesten vielleicht sind. Also so beurteile ich das. Und Gott sei Dank bin ich heute nicht alleine. Mein Kameramann wird mir das heute mal vorlesen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Frage. Wie kamst du auf die Idee, dein Hobby, die Aquaristik, auf YouTube zu verfilmen? Ja, relativ kurz gesagt, ich hatte früher viele meiner Hobbys, versucht irgendwie in die Social-Media-Welt zu bringen. Und da ich die Aquaristik schon länger mache und ich finde, dass es zu wenig Channels gibt, gerade auf YouTube, die sich mit dem Thema Aquaristik und Co. gerade im Schwerpunktbereich Garnelen befassen, habe ich mir gedacht, bringen wir einfach mal unter die Leute. Was hast du damals als DJ verdient und steht es im Verhältnis zu YouTube? Ja, was habe ich damals als DJ verdient? Erstmal, steht das Verhältnis zu YouTube? Nein. Also mit YouTube verdiene ich exakt 0 Euro, da ich die Videos nicht monetarisiere, weil ich der Meinung bin, dass die Community noch dadurch mehr wächst. Ihr habt halt bei mir keine Werbung, die ich persönlich schalte, damit ihr die Videos quasi werbefrei genießen könnt, ohne jetzt auf YouTube Premium abzugraden oder irgendwas. Und als DJ damals hat sich die Gage von, ich nenne es mal, einen Auftritt von einer Stunde zwischen 500 bis knappe 1000 Euro brutto berechnet damals. Welche ist deine Lieblingsgarnele? Ich kann mal sagen, fast alle. Aber natürlich schlägt mein Herz am meisten eigentlich für die Red Fancy, sprich Caridina Logemani in einem schönen Grad oder halt auch eine schöne Red BK 14, finde ich auch persönlich richtig nice. Was hast du für Projekte geplant für 2024? Ja, das ist eine gute Frage. Es sind viele Projekte geplant, wie das Xiaomi Aquarium zum Beispiel. Da komme ich nachher nochmal explizit zu, da ist ja auch eine Frage für da. Wir zum Beispiel das Thema Liebesboxen, das ja auch das ganze Jahr füllen wird. Das Thema Pflanzenaquarium, hier speziell ohne Tierbesatz und Co. Dann werden wir ich habe noch mehrere Becken, die leer sind und werden da auch verschiedene Experimente machen, zum Beispiel im Bereich der orangenen Augen und der spezifischen Abdeckung der Farben und so. Da werde ich nochmal explizit auf ein Video drauf eingehen, was ich mir darunter vorstelle. Und auf jeden Fall auch der Test, der Langzeittest übers Jahr hinweg, bei verschiedenen Online-Shops wieder Garnelen zu bestellen und die nach meiner persönlichen Auffassung zu bewerten, so wie im letzten Jahr wir das hatten, nur jetzt diesmal halt mehrere Shops. Die habe ich ja schon mal in einem kleinen Short quasi vorgestellt, welche das sein werden. Und diesmal wird es auch einfach sein, dass es kein Vorab-Video gibt, quasi wie ich das bestelle, quasi dass die Shops sich nicht darauf vorbereiten können, dass wir dann eine unverfälschte Meinung haben. Schaffst du es, dich immer wieder zu motivieren, bei der großen Konkurrenz auf YouTube weiterhin qualitative Videos zu produzieren? Ja, wie schaffen wir uns wieder? Ja, durch euch. Natürlich einen Daumen nach oben, ein Kommentar oder konstruktive Kritik ist immer das, was mich auf jeden Fall motiviert, vor allem wenn es Daumen nach oben kriegt oder halt nett gemeinte oder schöne Kommentare wie Lob tut jedem Menschen, glaube ich, gut heutzutage. Und natürlich auch immer wieder der Hobby, der Ansporn, irgendwas Neues zu sehen. Wenn man irgendwo was anderes sieht bei anderen und sagt, oh, das ist geil, das möchte ich genauso machen, das spornt mich so an. Und vor allen Dingen mache ich halt unheimlich gerne Videoschnitt und liebe dieses Hobby einfach von ganzem Herzen und versuche mit den bescheidenen Möglichkeiten, die man hat, natürlich das Beste für euch rauszuholen. Und es ist für mich immer das Größte und Schönste, wenn ihr das Video liked und euch dazu positiv äußert, natürlich. Und nun die letzte Frage. Wann kommt das Video Xiaomi Aquarium? Ja, gut, da muss ich ein bisschen weiter ausführen. Also, ihr habt das Video ja mehr als 100-fach geliked. Das habe ich auch so zur Kenntnis genommen. Habe auch das Aquarium bestellt. Das Aquarium war auch schon hier in Deutschland, schon in Hamburg, bei meinem zuständigen Postzusteller. Ich habe ja gesehen, dass ihr mehr als 100 Likes geschafft habt und viele fragen mich auch danach. Das ist, glaube ich, die häufigst gestellte Frage. Es ist quasi so, ich habe das danach gleich bestellt, es war auch schon zu meinem örtlichen Zoll, ja,
Und der Zoll wollte eine Steuer, natürlich diese Einfuhrumsatzsteuer drauf haben, oder wie die genau heißt, schlagt mich nicht, wenn ich da jetzt falsch liege. Auf jeden Fall haben wir das Problem, oder ich persönlich das Problem damit, dass dieses Becken über 200 Euro gekostet hat mit Versand. Ich glaube, der Versand war auch enorm hoch. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es verzollt wurde. Und da kamen wir auf eine Endsumme mit Verzollung drum und dran für ein, ich glaube, nicht mal 50 Liter Becken von 320 Euro. So, und ich schaffe, und ich sage euch so ganz ehrlich jetzt, ich schaffe es nicht, diese 320 Euro alleine aufzubringen. Deswegen, ich möchte das Projekt super gerne mit euch umsetzen. Ich würde es auch nochmal erneut bestellen und dies und das. Das ist nicht das Problem, aber ich brauche eure Unterstützung dabei. Wenn ihr das Projekt wirklich sehen wollt, denn jeder Euro zählt. Ich habe hier eine Tipi-Seite, die werde ich jetzt hier nochmal verlinken für euch. Da könnt ihr das Projekt unterstützen. Sollte diese Zahl von 320 Euro nicht erreicht werden, kriegt jeder einzelne Spender laut Tipi seine Spende auch wieder zurückerhalten in den Zeitraum. Ich habe dafür einen Zeitraum angesetzt, einen längeren Zeitraum, um das zu realisieren für euch. Und ja, ich brauche da eure Unterstützung, und wenn jeder nur 10 oder 20 Cent oder 50 Cent spendet, das hilft ja ungemein. Wir sind ja noch schon eine relativ große Community. Und ich bin auch nicht so der Typ, der jetzt so, sag ich mal, darum bettelt, irgendwie da jetzt um Spenden und sowas. Aber ich finde, da ihr das Projekt alle sehen wollt und ich das auch gerne sehen würde und ich die Intention habe, das kommt jetzt auch dazu, wenn wir dieses Becken erfolgreich getestet haben und im Bereich Kaninchen so weiter haben, habe ich ja auch schon mal angeteasert, dass wir vielleicht am Ende des Jahres dieses Aquarium vielleicht unter Umständen an euch verlosen. Und ja, im Endeffekt brauche ich da eure Unterstützung bei. Könnt ihr jetzt halten davon, was ihr möchtet. Alleine schaffe ich diesen Betrag nicht aufzubringen, weil ich halt auch durch YouTube kein Geld mache. Würde ich Geld dafür verdienen, also das für das, was ich hier tue, beziehungsweise die Videos monetarisieren, wäre das vielleicht was anderes. Das tue ich aber nicht. Und damit ist die Frage jetzt auch beantwortet. Also es kommt definitiv. Nur wann ist die Frage, umso schneller wir das erreichen, umso schneller kommt das Video. In diesem Sinne geht es jetzt hier weiter mit einem kleinen Update vom Garnierenraum und Co. Die Fragen sind somit beantwortet. Ich danke recht herzlich schon mal für die ersten Leute, die jetzt vielleicht schon abschalten, die den Rest hier schon kennen oder auch nicht. Ja, es gibt auch mal ein Info zu den Liebesboxen, da komme ich gleich zu. Und zum Pflanzenaquarium, da hat sich auch so einiges getan. So, meine Lieben, also die sogenannten Liebesboxen stehen jetzt. Wir sind jetzt erstmal bei zwei Aquarien nur. Da kommen noch mal zwei hinzu. Jetzt vielleicht nicht das Format, aber noch ein anderes Format. Auch so in dem Literbereich. Wir haben hier einmal für Neocaridina und einmal für Caridina Logemani vorbereitet. Hier ist halt Zoll mit drin. Mit so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie das Zeug heißt von Dennerle. Ich komme gerade wirklich nicht auf den Namen. Auf jeden Fall auch so ein neutraler Bodengrund eigentlich mit dem Zoll. Das sollte so eigentlich hinhauen, alles über den Boden gefiltert. Ja, die Platte hat nicht ganz gepasst, wie man sieht, aber das tut dem keinen Abbruch. Ja, beide über Bodenfilter gefiltert mit Powerheads obendrauf. Das wird wahrscheinlich als erstes seinen Besatz kriegen, weil das Becken halt schon seit über 4 Wochen läuft oder so und ist komplett eingefahren. Das hier wird noch folgen. Das wurde heute erst fertig gemacht, wie man unschwer erkennen kann. Und ja, also ich würde auch sagen, das kann die Community eigentlich an sich entscheiden, welche Tiere wir hier vielleicht mal zusammengezielt verpaaren. Bei Neocaridinern ist es halt wirklich so ein Ding, ja, was kann man Brauchbares zusammen machen? Das ist halt das Problem, dass dann meist eher diese transparenten Farben rauskommen. Aber wir werden mal sehen. Ja, auch bei diesem Becken ist die Einlaufphase quasi abgeschlossen. Ich habe mir jetzt extra viel Zeit genommen. Ich habe heute nochmal Ammonium gemessen. Wir haben kein Ammonium mehr im Wasser. Der Shihirosol, das ist ja das Becken, wo der Shihirosol drin ist, hatte ziemlich lange Ammonium wirklich noch rausgehauen. Was heißt ziemlich lange? Gut, wir sind jetzt bei ungefähr 5 Wochen. Nee, 4 Wochen? 4 Wochen. 4 Wochen ungefähr läuft das jetzt schon. Und wir sind ja auf jeden Fall bereit für die ersten Tiere. Da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, was da reinkommt. Wir werden mal sehen. Ich habe schon was im, so als Idee, aber das bleibt noch eine Überraschung für euch. Ja, wie gesagt, stumpf ist Trumpf hier in dem Fall.
mit den Filtern habe ich jetzt momentan keine Probleme, so wie ich das jetzt gebaut habe. Es ist auch kein Problem, dass keine Trennplatte vor ist, dass das so quasi runtergeschüttet ist. Es läuft alles. Wir haben schön unseren Eigenbewuchs links und rechts, so wie wir es haben wollen. Ja, und dann schauen wir mal, wie das da so laufen wird. Ja, und was wäre natürlich ein Video von Lüben Schrempfeuer, wenn er nicht mal wieder seinen Blödsinn, den er veranstaltet, hier natürlich reinhaut. Natürlich meine ich damit das Pflanzenbecken. In der Einlaufphase, da habe ich jetzt einige Kommentare gelesen, dass da wohl irgendwas nicht stimmen sollte, weil wir hier natürlich ein bisschen Braunalgen auf den Blättern haben. Das wird natürlich jetzt durch die neue Lampe natürlich ganz schön nochmal hervorgehoben. Lustig ist auf jeden Fall, dass es nur die Pflanzen hier vorne sind, ja, und die hinteren gar nicht so. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt erstmal quasi nochmal den Filter komplett nochmal gereinigt und einen großen Wasserwechsel nochmal vonstatten gemacht und die Beleuchtungsdauer auf jeden Fall reduziert. Man sieht es ja auf jeden Fall richtig krass auf der Pinativ wieder, dass da doch ganz schön, ja, Belag drauf ist. Ich möchte hier eigentlich keine Tiere einsetzen, aber das wäre jetzt natürlich ideal für Amano-Garnelen und Co., um das mal zu reinigen. Das Problem ist einfach nur, hier ist der CO2-Wert so hoch drin, ne? Da ich keine Nachtabschaltung habe. Müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Vielleicht geht das auch von selbst weg. Wir warten erstmal ein bisschen ab. Ansonsten, es wächst und gedeiht. Ihr seht, hier ist vorne ein bisschen was da neu zugekommen. Und zwar... Jetzt fallen mir die Namen natürlich nochmal ein. Nicht nochmal ein. Jetzt stehe ich natürlich doof da, aber wisst ihr was? Ich blende euch jetzt einfach nochmal die Pflanzen ein, die dazugekommen sind. Kleiner Umblick, die seht ihr jetzt wahrscheinlich gleich hier oben irgendwo. Und somit bin ich dann auch noch gesaved. Ja, damit wir in diesem Video auch nochmal besetzte Becken sehen. Ja, es ist ja immerhin irgendwie noch immer ein Aquarium-Channel hier. Gibt es nochmal für euch jetzt die eingewöhnten Yellow Fire Neon auf dem gelben Bodengrund. Wie ihr sehen könnt, manche Tiere haben sich den Bodengrund sehr gut angepasst und es ist sehr interessant, dass es echt nur die Männchen sind. Man erkennt die Weibchen wunderbar von oben an ihren ganzen Strichen. Das ist absolut, eigentlich ist es sogar relativ praktisch, weil so weiß man sofort, wer was ist, weil die Mädels haben alle ihren dicken Rückenstrich und die Jungs nicht, die sind ziemlich transparent geworden. Da kann man mal überlegen, ob man da schon ein bisschen selektiert, weil ein, zwei sind dann doch da, die jetzt nicht so krass Farbe zeigen. Wir werden mal sehen, wir werden mit verschiedenen Futtermitteln da rangehen und dann werden wir mal schauen, ob das alles was wird. Wie ihr auch sehen könnt, hier an der Scheibe, da, da und da, eigentlich überall, alles voll mit Jungtieren. Vielleicht kann man das irgendwie erkennen, da. Also, die Tiere sind hier kaum drin und werfen schon Nachwuchs en masse und das freut uns natürlich. Hier daneben das Black Bee Hummel Pinto Mischbecken mit auch reichlich Nachwuchs. Da muss ich jetzt mal gucken, hoffentlich kriege ich da was für euch eingefangen. Da müssen wir mal schauen, ob wir hier, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, hier vorne direkt, ja, ist schon der erste toll gefärbte Nachwuchs. Drei Stück auf Anhieb. Ich habe auch schon richtig guten K14 Nachwuchs hier gesehen. Ah, da sehen wir ihn gerade. Da. Und wir werden mal sehen. Das hat hier ein bisschen länger gedauert. Ein paar Ausfälle auch irgendwie gehabt. Irgendwas hat er mit dem Wasser nicht gestimmt. Aber jetzt seht ihr auf jeden Fall Aktivität pur und ja, damit seid ihr auch auf diesem Bereich hier erstmal abgedatet. Ja, meine Lieben, das war's dann erstmal mit diesem Video. Ja, kleines Update. Hauptsächlich wollte ich auf die Fragen der Community eingehen, auch was das Chomi Aquarium so angeht, weil ja, das muss ja auch geklärt werden. Also, wie gesagt, ich stehe ja immer zu meinem Wort, aber da braucht man halt ein bisschen Hilfe von euch, ja. Ich blende euch die Tippi-Seite und nochmal in der Videobeschreibung ein, auch nochmal im Kommentar den Link, da könnt ihr dann raufgehen und euch frei fühlen, entweder was zu spenden oder auch nicht. Jeder Cent hilft und ich bedanke mich jetzt recht herzlich fürs Reinschauen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder wann ihr auch immer.
dieses Video schaut. Bis dann und ciao, ciao.